Willkommen zurück zur dritten Aufgabe der fünften Kampagne. Hierbei geht es darum, die drei in Zielbereich A zu bringen, 12 bzw. 16 Gegner zu töten. So, wollen wir uns mal angucken, wie ich es laufen lassen habe. Sie lasse ich hier rüberlaufen und noch kurz vor Ende einen Schuss abgeben. Diese Richtung, damit sie diese Kiste trifft, damit dieses Fass losrollt. Und hier unten, es wird hier runterrollen. Diese zermatsche ich damit. Ich weiß nicht mehr, wofür es ist. Das sehen wir gleich. sie rennt einfach nur los und tötet die ganzen Zombies. Und geht in Zielbereich A. Und er wirft doch Granaten. Oder eine Granate. Und zwar lasse ich sie so werfen, dass er halt da drinnen landet. Dieser Container schwingt hier runter, haut da rein. Und damit hat sich das auch. Wie löse ich denn das nochmal aus? Oder löse ich das gar nicht mehr aus? Scheinbar spare ich mir das. Okay, dann lassen wir es einfach mal laufen und gucken, was passiert. Das schwingt da rein. Er wirft seine Granate gleich. Geht gerade so gut. Sie killt da oben sämtlichen Zombies. Ich meine, ich hatte es erst so aufgebaut, dass ich diese Brücke hier noch zerstöre, aber brauche ich gar nicht. Nö, das ist alles Quatsch, was ich da gemacht habe mit der Schießerei, die brauche ich auch nicht. Ja gut, wahrscheinlich sollte das Ding hier rüberrollen und die töten. Ich habe es wieder anders gemacht. Ich habe 8027 Materialien verbraucht. Wie viel braucht ihr? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.